wir setzen den Unterricht später fort. Okay. Ach, richtig. Du sprichst nicht viel. Wieso? Ich rede einfach nur nicht. Besonders nicht mit dir, also. Da ist nichts unheimlich dran. Ach, hier sind wir wieder. Warte kurz, Lucius. Ich bin gerade beschäftigt. Laufe ich lieber weg, bevor wir noch eine Flasche 33er Wein besorgen sollen. Ja? Und dann gehen wir einmal hier gucken. So. Hier ist nämlich dieser Brotkorb. War doch schön. Irgendwie unspektakulär, aber schön. Du hast eine neue Fähigkeit erhalten, Gedankenkontrolle. Das ist ein klarer Fall von Vergiftung. Und ich muss noch einmal alle im Haus befragen. Wer bereitet hier zurzeit das Essen zu? Ich glaube, es war Jovita. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so etwas getan haben könnte. Oh mein Gott, warum passiert sowas? Ich entscheide, wer zu was fähig ist, Mr. Wagner. Was halten Sie davon, das Haus für ein paar Wochen zu verlassen, bis sich alles beruhigt hat? Das können wir unmöglich tun, Mr. McGuffin. Das ist unser Zuhause. Wir wollen die Sache in Ordnung bringen. Die Autopsie ergab eine Vergiftung. Nach der Befragung aller Personen im Haus schien es, als hätte jeder einen Grund gehabt, sie nicht zu mögen. Jovita, das lateinamerikanische Dienstmädchen, hatte ihr das Essen gebracht. Aber das reichte für eine Anklage nicht aus. Ich hatte keine Beweise für eine Manipulation. Weihnachten stand vor der Tür. Und ich wurde von Mr. Wagner zum Abendessen eingeladen. Ich wollte nicht an einem Tisch mit einem möglichen Mörder sitzen, aber ich wollte mehr erfahren. Ehe ich die Chance bekam, mich umzusehen, passierte etwas anderes. Keine Zeugen. Keine Beweise. Etwas, das nur unter ganz bestimmten Umständen passieren konnte. Das richtige Wetter, der richtige Ort, die richtige Zeit. Vater ist wieder zu Besuch. Ach ja. Ah, mein Junge, solch außerordentliche Ergebnisse. Ich bin von dir tief beeindruckt. Hör zu, ich muss dir noch etwas anderes beibringen. Tief in dir steckt die Fähigkeit, in das Bewusstsein der Menschen zu sehen und ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Lass uns diese Fähigkeit gemeinsam erschließen. Jetzt folge meinen Anweisungen. Oh, sehr gut. Das ist mein Junge. Hä? Was? Ach so. Oh, sehr gut. Setze deine Reise fort, Lucius. Nun wirst du weniger leicht entdeckt und kannst mehr Seelen für mich ernten. Okay, mach ich, Daddy. Du kannst auf mich zählen.
24. Dezember 1972. Rutschparty. Ich weiß, wir hatten dieses Jahr Schwierigkeiten, aber es soll unser Weihnachten nicht verderben. Wir haben einander als Familie. Wir sollten unserer Freunde gedenken und unserer treuen Angestellten. Ha. Ich bin nicht sicher, wie du mit solchen Reden noch eine Amtszeit im Senat gewinnen willst. Dad! Alistair, bring uns bitte noch eine Flasche Burgunder. Und könntest du noch die Weihnachtsbeleuchtung einschalten? Sicher, Sir. Alistair. Butler Alistair. Niemand. Wieso niemand? Da steht. Anscheinend sind alle beim Weihnachtsessen im Esszimmer. Nur Alistair ist nicht dabei. Vielleicht könnte sich eine Möglichkeit finden, ihn draußen zu erledigen. Wollen wir mal. Wir gucken. Erst das Ouija-Brett an. Ich habe viele Formen, in der Tat, wenn ich fest bin, bin ich glatt. Eine Flasche. Ich habe viele Formen, in der Tat, wenn ich fest bin, bin ich glatt. Wir haben eine Flasche. Wasser ist glatt, wenn es fest ist. Das geht tatsächlich. Ich bin überrascht, wie reibungslos wir hier tatsächlich durchkommen. Er sollte hier bei uns sein. Hallo, mein Junge. Ich glaube, die Dame des Hauses dreht durch. Da kommt mir eine Idee. Er sollte vorsichtig sein. Im Winter kann es draußen glatt werden. Womit kann man Wasser transportieren, ohne dabei Verdacht zu erregen? Nein, eine Wasserflasche. Das war ein bisschen zu einfach, finde ich. Das war, finde ich, zu leicht. Lucius, hol Hilfe schnell. Ich hab mir wohl den Rücken ausgerenkt. Aktualisierung im Notizbuch. Alistair. Er ist ausgerutscht und hat sich den Rücken verletzt. Das hat nicht ganz funktioniert. Es fehlt die Feinabstimmung. Ich sollte mich hier nach einer Lösung umschauen. Oh, Lucius, hol Hilfe schnell. Ich hab mir wohl den Rücken ausgerenkt. Ups.
Mr. Wagner, ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen in Dente Manor stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? 5 Tode in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren. Winter Hill Police Department? Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien. Aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss das aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechsträhne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen. Meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, Sie erfahren es nie, wenn Sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken. Detective McGuffin! Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall hier auf dem Wagner-Anwesen. Ich habe da ein paar Fragen über die Serie ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu. Lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind nette Leute und sie brauchen Zeit wegen ihrer Verluste. Klar? Wenn ich Sie noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich Sie. Verstanden? Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder ein Vorhängeschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Charles, hatte scheinbar eine Affäre mit zweien der Dienstmädchen. Eine fand es wohl heraus und war darüber nicht glücklich. Was sie nur in diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte ich weiß nicht was in seinem dreckigen kleinen Filmstudio an. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig. Januar 1973. Ich konnte das leider nicht weiterlesen. Ich gucke gleich im Tagebuch nach. Da steht das ja auch drin. So, verhängnisvolle Affäre und Jovita. Hausmädchen Jovita. Sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft. Okay. Wo haben wir denn Jovitas Zimmer? Wollen wir doch mal gucken. Da müssen wir nämlich bestimmt das Vorhängeschloss und sowas hinbringen. Haben wir eine Karte? Ja. Zurück und die Treppe wieder rauf. Hätte ich vielleicht vorher rauf gucken sollen. Okay. So, die Treppe wieder rauf. Ins Elternschlafzimmer. Hallo, Jovita. Na? Putzt du ein letztes Mal? Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ja, sicherlich sag ich ihm das.